Hallo und herzlich willkommen zu diesem kleinen Tutorial Spielevideos aufnehmen. Wie Spielevideos aufnehmen? Jetzt fragt ihr euch bestimmt, warum denn noch ein Video, wo es einfach nur darum geht, Spielevideos aufzunehmen? Gibt es davon nicht schon genug auf YouTube? Ja, ihr habt recht. Es gibt einen ganzen Haufen von Tutorials auf YouTube, wie man Spielevideos aufnimmt. Allerdings lasst mich mal ganz kurz drei Gründe euch erwähnen, warum ich mich entschlossen habe, diese kleine Serie trotzdem noch zu machen. Der erste Grund ist einfach, ich sehe sehr viele Spielevideos und oftmals ist die Qualität von diesen Videos einfach schlecht. Aber nicht schlecht, weil die Hersteller davon nicht besser können, sondern weil sie es nicht besser wissen. Also möchte ich euch einfach ein bisschen Wissen rüberbringen, damit ihr dann auch eine gute Qualität in euren Videos bringen könnt. Der zweite Punkt ist, dass ich bisher noch kein Video gesehen habe, wo der komplette Prozess von der ersten Softwareinstallation an bis zu dem Punkt, dass das Video freigeschaltet auf YouTube abrufbereit steht, noch nirgendwo in einem kompletten Tutorial gesehen habe. Und das möchte ich gerne mit dieser kleinen Serie dem abhelfen. Der dritte Punkt, warum ich diese Videoserie mache, ist das Geld. Aber nicht mein Geld, sondern euer Geld. Also es geht darum, dass oftmals Vorschläge gebracht werden, bestimmte Software zu benutzen, die Geld kostet. Nicht jeder von euch hat mal ebenso 200, 300 Euro für ein Videoschnittprogramm in der Tasche. Und wir wissen ja alle, wir möchten keine raubkopierte Software benutzen. Das schadet der Industrie, von daher möchten wir es in diesem Video einfach mal daraufhin auslegen, dass wir komplett kostenlose Software von Anfang bis Ende benutzen und dadurch der Open Source Software oder der freien Software einen kleinen Vorschub geben. Natürlich ist das dann manchmal nicht immer so einfach, aber dafür gibt es ja eben dieses Tutorial. Also das Ziel von dieser Videoserie ist ganz einfach. Es geht also darum, euch Wissen zu geben, Spielevideos in guter Qualität zu erstellen und das Ganze kostenlos. An sich kann man das natürlich mit jedem Spiel machen. Hier in diesem Spiel geht es mir jetzt um den Spezialfall Minecraft, einfach weil ich persönlich Minecraft sehr gerne mag und es daher einfach als Beispiel benutze. Aber natürlich geht das auch mit jedem anderen Spiel auf die gleiche Art und Weise. Wenn ihr jetzt irgendwelche Videos auf Basis dieses Tutorials erstellt, dann bitte ich euch, postet doch einfach mal eure Videos als Antwort auf dieses Video. Weil ich möchte gerne einfach mal die Auswirkungen sehen, die mein kleines Tutorial auf euch hatte, wie das vielleicht euch weitergebracht hat und das dann in euren Videos sehen. Gut, kommen wir mal kurz zu einer kleinen Einleitung zu dieser Videoreihe. Diese Videoreihe hat insgesamt 6 Teile. Also der erste Teil ist dieser, den du gerade eben schaust, das Intro, wo wir mal kurz darüber reden, worum es überhaupt geht. Der zweite Teil, dort reden wir dann über das Basiswissen für eine Aufnahme. Welche Software benötigen wir, wie stellen wir die am besten ein und so weiter, bis zu dem Punkt, dass wir dann eine Aufnahme erstellen. Teil 3 ist dann noch ein bisschen besonders. Dort geht es dann um Spezialwissen bei einer Aufnahme im Spiel Minecraft. Also das ist der einzige etwas spezialisiertere Teil, den man nicht auf andere Spiele anwenden kann. Aber es ist so gestrickt, dass diejenigen, die andere Spiele aufnehmen, diesen Teil praktisch einfach auslassen können. Gut, danach der Teil 4, da geht es dann an den Videoschnitt. Über die Software, die wir benutzen, Installation und Einrichtung von der Software und dann das Basiswissen zum Videoschnitt. Das Ganze natürlich, wie gesagt, mit kostenloser Software. Teil 5 ist nochmal die Erweiterung davon. Da geht es dann um Videoschnitt für Fortgeschrittene, ein paar besondere Sachen, wie man mit bestimmten Schnittprogrammen arbeitet oder was man dort alles noch so alles an schicken Sachen basteln kann und so weiter. Der 6. Teil ist dann komplett YouTube gewidmet. Da geht es dann ums Hochladen. Welche Einstellungen brauche ich bei YouTube? Welche weiteren Spielereien kann ich da noch machen, um dann hinterher ein schönes Video zu haben, was auch noch vielleicht irgendwann mal Geld bringt. Gut, die Links zu diesen ganzen einzelnen Videos habt ihr unten in der Beschreibung. Oder jeweils am Ende eines Videos gibt es dann den Link mit dem Sprung zum darauffolgenden Video. Vielen Dank fürs Zuschauen erstmal hier.
bitte gebt doch einfach einen kleinen Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat, oder lasst einen kleinen Kommentar da, wenn ihr irgendwelche Fragen habt. Vielleicht mache ich ja nochmal dann einen 7. Teil, wo ich dann die meisten dieser Fragen beantworten kann. Aber gut, wir hören hier erstmal mit dem 1. Teil auf und springen hier jetzt zum 2. Teil, zum Basiswissen für eine Aufnahme. Da könnt ihr jetzt einfach hier auf den Film klicken, auf diesen Text in der Mitte. Solange wünsche ich euch erstmal einen schicken Tag und bis zum nächsten Video. Bis dann, tschüss!